aktuell scheint gerade eine gute Zeit zu sein für SSDs. Nachdem wir letzte Woche die M550 getestet haben, gibt es aktuell schon wieder ein neues Modell. Dieses kommt von Intel und zwar handelt es sich hierbei um die Intel SSD 730. Bekommen haben wir sie in dieser Verpackung. Diese sieht ziemlich bulk aus, aber wir haben uns bestätigen lassen, diese enthält im Prinzip das, was auch das finale Modell enthalten wird. Aber wir gehen davon aus, dass hier noch eine schöne Umverpackung drumherum kommen wird. Im Inneren finden wir die SSD in einem Anti-Statik-Beutel. Ansonsten ist der Karton eigentlich leer. Im Prinzip gibt es nur noch einen kleinen Sticker als Zubehör. Wir haben hier die 240 GB Version und im Gegensatz zu den Pressebildern, die man bisher sehen konnte, fehlt hier der Totenschädelaufdruck. Es könnte sein, dass dieser nur auf den 480 GB Modellen zur Verfügung steht, wovon uns allerdings kein Testmuster zur Verfügung steht. Soweit alles zum Äußeren der Intel 730 und da sich die interessanten Sachen normalerweise im Inneren verbergen, schrauben wir die SSD mal auf. Hier sehen wir also die Rückseite der SSD. Eine Besonderheit ist, dass wir hier nur einen einzigen Chip sehen, dazu aber später mehr. Was noch auffällt, sind diese Plastikhaltungen an den Seiten. Bei anderen SSDs fehlen die in der Regel komplett und die dienen dazu, dass die Platine innerhalb des Gehäuses nicht wackelt. Hier sehen wir die Vorderseite. Insgesamt sind 8 Flash-Chips aufgelötet. Diese stammen von Intel und als Novum nach den letzten SSDs von Intel sehen wir hier wiederum erstmals wieder einen Intel-Controller verbaut. Der RAM ist von Micron und entspricht der DDR3 1600er Spezifikation. Aufgeteilt ist er auf 2 Module, also 2 Module zu je 256 GB. Eine Besonderheit der SSD ist eben, wie schon erwähnt, der Baustein auf der Rückseite. Während es sich hier um 8 Bausteine mit jeweils 32 GB handelt, ist auf der Rückseite nochmal ein Baustein verlötet, der nur 16 GB hat. Das liegt vermutlich daran, dass Intel den Overprovisioning-Speicher wesentlich vergrößern wollte, da man anhand der Garantie und an der maximal garantierten Schreibleistung auch erkennen kann, dass das definitiv ein robustes Laufwerk sein soll. Eine weitere Besonderheit sind diese beiden sehr großen Kondensatoren hier. Damit will Intel die SSD, oder nicht die SSD, die Daten vor Stromausfällen schützen. Durch diese Kondensatoren wird die SSD noch für eine kurze Zeit mit Strom versorgt, dass im Fall eines Stromausfalls die im DRAM gespeicherten Daten noch schnell auf die SSD geschrieben werden können. Wenn man sich die Leistung der Intel SSD 730 ansieht, so sieht man vor allem auf der Leseseite, dass die SSD voll auf der Höhe der Zeit ist, also Werte von über 500 MB pro Sekunde erreicht. Beim Lesen allerdings ist die SSD wesentlich langsamer. Hier kratzt sie knapp an der Marke von etwa 300 MB pro Sekunde. Selbiges kann man bei den IOPS feststellen, während das Laufwerk mit knapp 90.000 IOPS zwar relativ schnell liest, schreibt es mit knapp 70.000 IOPS wesentlich langsamer. Bei der 480 GB Version fällt diese Lücke nicht so groß aus. Wo das Laufwerk allerdings sehr gut abschneidet, ist die hohe garantierte Schreibleistung. Und zudem bietet die Intel SSD 730 mit 5 Jahren auch eine sehr lange Garantie.